Verarscht mich jetzt gerade einer mit dem Schalter, oder? Ich weiß nicht. Haha. Das war ich jetzt gerade. Varuna, setz dich mal auf den Stuhl. Hallo, Minecraft. Hallo, Leute. Synchron. Naja, fast. Oh, ich halte mich zurück. Oh. Ah, jetzt. Jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme starte. Ich bin gerade untergegangen. Ich habe gerade wieder eine Meldung gekommen. Ja, Sonnenuntergang war gerade. Wir haben jetzt Mondaufgang. Und ja, auf jeden Fall erstmal Mahlzeit. Gibt Schnitzel heute? Ja, ja. Futter mal was. Ich habe gerade einen Apfel gegessen und bin jetzt satt. Und bin auch satt. Wollte aber Schnitzel. Kann ja nicht immer nur Apfel essen. So, letztes Mal haben wir ja hier unser gemeinsames Projekt Modernes Haus angefangen. Ah, so. Ja, das wollten wir heute noch weiterbauen. Ich wollte mich noch um den Kinosaal kümmern. Passt, wir haben gerade Neumond, oder wie das heißt? Ja. Yep. Mondfinsternis. Ich gehe mir jetzt als erstes Mal... draußen. Ja. Ich gehe mir jetzt als erstes Mal hier was angucken. Und zwar den Garten, den Mavier gebaut hat. Ich kümmere mich so lange mal um den Kinosaal, weil wir haben noch keine Stühle drin. Ist ja blöd. Und vor allem haben wir uns ja gedacht, wie wär's denn mal mit ein paar Lampen? Lampen werden überbewertet. Ja, also ist schön, schön klein und fein hier. Oh, da zwei Stühlchen zum Ausruhen. Die sinnvoll verkabeln. Ich verwandle mich mal in irgendwas Kleines. Nein. Ich bin kein Axtmörder. Ich bin kein Axtmörder. Deshalb hatte ich gerade ein bisschen Angst und war in der Schockstarre. Kleiner Leck. ja, sieht sehr cool aus hier. Ich will jetzt auf der Dachterrasse noch was bauen. Ich habe mir nämlich gedacht, da in der Seite, also hier ist ja Süden, oder? Nee, da ist Norden. Süden ist in Richtung zu deinem Haus. Da ist Süden. Und da habe ich mir gedacht, wenn da die Sonne so stark strahlt, dann brauchen wir hier einen Sonnenschirm. Oh ja. Und deshalb kommt hier jetzt ein Sonnenschirm hin. Soll ich dir noch eins höher machen? Ja, oder? Ja, bitte. So. Und derzeit fange ich hier unten mal an, Kabel zu verlegen. Wunderbar. Das sollte doch hoffentlich irgendwie klappen. Muss ich noch gucken, wie ich die andere Seite angeschlossen kriege. Fledermaus keucht hinter der Wand. Ah, super. Ja, so muss das sein. Sodla. Hab ich jetzt auch die richtigen Lampen. So. Ein bisschen größer. Diese Kabel gelegt hat, sind die Blöcke dann voll belegt? Kann man auch irgendwas in den Block bauen? Du kannst mehrere Kabel in dem Block machen. Andere Blöcke glaube ich nicht, aber die Kabel kannst du an jeder Seite innerhalb eines Blocks bauen. Genau. Ja, das klappt schon irgendwie. Das heißt, du kannst bis zu 6 Leitungen, nee, Quatsch, doch, 4 Leitungen, ja. 4 bis 6 Leitungen kannst du durchaus in einem Block bauen. Welche Höhe hat denn der Boden hier? Wo du stehst, der obere? Wo ich stehe oder? War ohne. Hier. Ich fliege. Das hier ist 76. Das heißt, ich muss auf 74 stehen, passt, damit ich unten drunter durchkomme. So. Die Frage ist, wohin ich jetzt hier gehe. Gehen wir mal bis minus 603. Ich kümmere mich hier jetzt noch ein bisschen um so eine kleine Küche. Das wird Mephisto gefallen. Küche. Der wird sich mehr fürs Esszimmer interessieren. Ja, aber ohne Esszimmer, ohne Küche kein Esszimmer. Hm. Hauptsache was zu essen. Liefern lassen. So. Beinahe. Nicht. So, dann kommen hier ein paar Unterschränke. So, jetzt habe ich den blöden
Gang, fertig. So, wunderbar, 6 Lämpchen. Wir wollen ja schließlich auch im Kinosaal das Licht ausmachen können. Ist ja langweilig, sonst bringt das Kino ja irgendwie nichts. Das Kabel legt sich selber um die Ecke, sehr schön. Kabel gefällt mir. Hat sich irgendjemand mal wirklich was bei gedacht? So, dann machen wir hier mal. Hast du mir noch ein paar Stühle? Stühlscher? Ja, Stühlscher habe ich auch noch, wenn du brauchst. So, ist die Frage, ob das jetzt klappt, wenn ich hier einen Marble-Block und vorne dran einen Schalter mache. Gucken wir doch mal. Nö, geht natürlich nicht. Du musst hinter den Block noch einen, also an den Block hinten eins dranlegen. Ist ja auch kein Problem. Glock. Ah, wunderbar. Wie viele Stühle brauchst du denn? Keine Ahnung, wie viele Leute machen wir denn da rein? Ich würde pro Seite 2 Stühle machen, direkt nebeneinander. So, Kino aus, Kino an. Wunderbar. Ich mache mich erstmal nochmal groß. Dann lassen sich die Stühle auch besser hinstellen. Also du bräuchtest dann 12. Gib mir mal welche, damit ich weitermachen kann, bitte. Ja, bitte. Nee, nicht zu dir. Warum denn nicht? Ich würde sie nebeneinander stellen. Habe aber nichts gesagt. Warum? Hier ist ein Luxuskino mit Beinfreiheit. Und ohne Kuscheln. Ja. Hier müsste man irgendwann noch bunte Stühle bauen. Eigentlich gibt es ein schönes knatschrotes Holz, so Blattwood oder so irgendwas. Ja. Also diese Kinosessel sind doch immer quietschrot, obwohl wir bräuchten ja rote Bezüge für die Stühle. Rote Wolle. Na, rote Wolle ist kein Problem. Ich meine nur, müsste ja klappen. Kann man die eigentlich noch nachträglich färben, diese Stühle? Gute Frage. Ich meine, du kannst aus unterschiedlichem Holz machen, aber ob du die Sitzlehne auch färben kannst, müsst du gehen. Theoretisch. Müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Einfach nur im Sinne von, im echten Leben haben wir doch immer diese widerlich roten Kinosessel. Ich glaube, ich bringe gerade mal ein bisschen Farbe. Wer macht den immer an, wenn ich ausmache? Ich nicht. Ich bin oben. Ich auch nicht. Oh ne, oder? Verarscht mich jetzt gerade einer mit dem Schalter, oder? Ich weiß nicht. Das war ich jetzt gerade. Varuna, setz dich mal auf den Stuhl. Obere Reihe, bitte. Ja, ist durch. Ach so, ja, weil du in den Stühlen, das sind Dings da drin. Pressure Plates. Es müsste sogar, geh mal weg. Ne, wenn nicht drauf. Das sind Pressure Plates drin. Sehr geil. Das ist natürlich etwas unzweckmäßig, wenn du dich hinsetzt und dann geht das Licht an. Ich dachte schon, ihr verarscht mich die ganze Zeit. Dauernd geht das Licht an. Ist nur die obere Reihe. Verdammt. Auf dem hier hinten auch? Ja. Ja, die Leitung geht hier durch. Wahrscheinlich hier bei dann dem nicht. Ja. Verlegt die Leitung eins tiefer. Mach ich auch, aber das wusste ich ja nicht. Spaß beim Bau. Ich könnte die Leitung auch theoretisch einfach über den Boden legen. Das sollte reichen. Wie geht denn die Leitung kaputt? Spitzhacke. Ja, toll. Und der ganze Stein mit. Ich habe es übrigens gerade mit roter Farbe ausprobiert. Funktioniert nicht. Schade. Ich noch ein bisschen hier habe ich noch Marble. Ja, man kann es auch ganz einfach kaputt hauen. Ich probiere hier einfach ein bisschen was aus, so
Warum geht das jetzt nicht? Um noch ein bisschen Farbe reinzubringen. Dafür würde ich noch einen Teppich reinmachen. Ich überlege gerade, welche Farbe. Ja. Rot. Ja, Purple Carpet, warum nicht? Gibst du mir gerade noch mal meinen Exchanger, bitte? Ja klar, Moment. Ich habe kein Glas mehr, das ist ja doof. Ich bräuchte noch ein bisschen von dem Glas. Dann muss ich mal schnell hier... Jetzt kann man sich auch auf den Stuhl setzen, ohne dass das Licht wieder angeht. Ach, zu fliegen bin ich, glaube ich, genauso schnell. Pressure Plate im Stuhl, so ein Stuss. Wenn du von hier aus zum Teleporter gehst, bist du schneller in der Stadt, als wenn du fliegst. Oh, zu spät. Jetzt habe ich schon einen halben Weg hinter mir. Das Problem ist, dass von mir aus ja auch der Teleporter ein Stück ist. Ich bin schon in der Stadt. Gut, ich bin fertig. Ja, mit dem Kinoteil. Du fliegst ja auch schneller, Mavia. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, blablabla. Ja, ein Stoß. Problem. Überschuss. Ja, nicht ich. Ich bin ja schnell genug. Nee, ich auch nicht. Egal, jedenfalls das Kino funktioniert und wenn man jetzt das Licht ausmacht, bleibt es auch aus. Kann mal kurz jemand gucken, welche Farbe das Glas hat, was ich da in der Küche verwendet habe? Das ist Cyan. Okay. Cyan, hier. Cyan nicht. Bei mir heißt Cyan. Ale-Glas. Ach, da oben das. Ja. Ich habe das nach außen genommen, geschaut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das. Oh, das ist natürlich cool. Das mit den halbierten Eisen, na gut, Aluminium-Panels auf dem Ding sieht sehr echt aus nach Küche. Sehr cool. Das war der Sinn der Sache. Der sieht echt gut aus. Aber der eine Schrank steht, der Crafting Table steht extra so da. Es sieht welcher? So unzweckmäßig aus. Ich stell mal anders hin. Hä? Die stehen bei mir alle in dieselbe Richtung. Der eine stand so weg, dass die Schublade... Verdammt! Das liegt an meinem Texture-Pack. Wer hat jetzt den Ding aufgesammelt? Was für ein Ding? Crafting-Table. Ja. Wie findet er den Sonnenschirm? Ach, verdammt! Bei mir steht der eine in die andere Richtung. Der Sonnenschirm ist schön. Hat was von einer modernen Küche, aber gut, soll es ja auch sein. Buddel hier nicht zu tief, sonst kommst du in den Kinosaal raus. Keine Sorge, ich wollte nur den Teppich. Und der Tisch hat auch was, habe ich noch gar nicht gesehen. So ein Riesentisch, cool. Mhm. So, noch Lehnen an die Stühle machen? Ja. Falsche Seite. Wer hat denn den Armor-Stand aufgesammelt? Ich. Okay. Wieso will denn der die Linnen nicht da dran machen? Du musst richtig gucken. Tu ich doch. Ja, anscheinend nicht. Hat einmal geklappt und dreimal nicht. Hier ist der Armor-Stand. Das Beste ist immer, wenn man von der Seite das gleich setzt. Also ja, wenn man aber auf dem Tisch steht, ist das Ganze ein bisschen knuddelig. So geht. Ja. Gewusst wie. Du musst an das hintere Ende vom Stuhl gucken. Mache ich auch. Jetzt. Wie gesagt, gewusst wie geht. Ist der gechiselte Carpet eigentlich ein eigener Block hier, oder? Das ist ein Connected Texture Block. Ja, aber es ist ein Block, also der liegt nicht irgendwie auf. Ja, ja, es ist ein eigener Block. Sieht gut aus, obwohl verpixelt. Deine Mutter ist verpixelt. Aber wenigstens in höherer Textur wie deine. So. Aber die Stühle draußen brauchen keinen Teil. Wo war der? Wer hat jetzt den Armor Stand? Ich habe ihn wieder zugeworfen. Hm. Einer von euch hat ihn. Jetzt hab ich ihn. Wildes Rumwerfen von Armor. Toll, jetzt fliegt er zu mir. Einmal durchs halbe Haus. Ich hab's gesehen. Könnte sich in der Aufnahme angucken. So, auf einmal kam da so irgendwie durch die Wand ein Armor Stand auf mich zu. Nur weil ihr immer so faul seid, das Zeug einzeln aufzusammeln. Ach ja. Ich seh nicht mal, was passiert, wenn ich meine Rüstung dranhänge. Hab ich schon. Ja, sie bleibt nur sichtbar. Natürlich. Das ist natürlich Terra-Stil, war ja klar. Boots of Looting, stolen by Rupert Radiator von Large. Legends of Hernia,
Mighty Junkie Thingamajig of Hernia. Und der Helm heißt nach gar nichts. Super, mein Scheiß hast du auch verzaubert. Unremarkable Helmet of Helmeting. Recently bought in Mount Brimstone bei McPhisto 2051. Meine Schuhe, meine Hose. Low Voltage Do That of Cooking. Nein, mein. Vielleicht erhöht's dein Cooking Skill hier um 1. Meine Schuhe, made in China. Oh Mann. Wenigstens sind sie ehrlich. So, eigentlich fehlt unten noch was. Hallo, Terra Steel kommt aus der Elfenwelt und dann steht Made in China drauf. Kaching! Wisst ihr, was das hat mit der Elfenwelt nichts zu tun? Das ist Elementium. Ja, das hier geht, keine Sorge. Hier unten fehlt noch was. Was machen wir hier noch rein? Mein Schlafentum auf der Terrasse. Was willst du hier reinmachen? Das ist ein Kinosaal. Na, der Raum unten fehlt noch. Hier ist auch noch was. Da könnte man eine Bücherei reinmachen oder so. Ach, hier der. So ein Lesesaal. Ja, damit wenn du Ruhe hast, wenn nebendran das Kino losgeht. Na, entweder lesen oder Ruhe. Na gut, so ein Lesesaal geht ja schon. Ich meine, das Haus ist dann für eine Person. Und wenn du Kino Leuten vorführst, wirst du wohl nebendran auch kaum lesen in dem gleichen Moment. Muss halt einfach eine Tür dazwischen und einfach offen stehen gelassen. Ach, die verbinden sich die Tischteile, cool. Mhm. Ja, natürlich. Oh, geht sogar über die Ecke. Ist ja krass. Könnte man sogar ein großes. Lernt nie aus. So einfache Dinger und trotzdem so schön. Bibliocraft ist schon ein cooler Mod. Ja. Mhm. Setzt du da an die Wand mal ein paar, wo der hier steht, ein paar Dinger hin? Ich nehme an, du hast gerade welche geholt. Egal. Ja. Ich bin gerade dabei zu gucken, welche ich vom Chisel nehme. Och, variier die doch. Ein paar. falsch. Ich weiß, aber ich habe es richtig angeguckt. Ups. Nein. Au. Du haust mich und sagst au, auch gut. Das gibt's doch nicht. Du musst gerade gucken. Mach ich doch. Ich habe keine Tomaten auf den Augen. Denkst du? Anscheinend schon. Nehmen wir mal halt vor dem Tisch. So. Du hast alle Tische. So, passt. Vor allem hat mir auch eine coole Sicht nach draußen. Also wenn das mein Lesesaal wäre, ich würde den ganzen Tag aus dem Fenster gucken. Ja, passt doch. Mit Buch willst in der Hand. Hier an die Wand oder um die Ecke? Warte ich würde mal. Die Ecke machen. Irgendeiner hat sein Handy nicht aus. Nein, das ist ein Flimflam-Effekt. Haha. So unten anfangen, rechts vom Tisch. Und dann überm Tisch ein Block frei. So, dass man da was ablegen kann. Und warte, stopp. Machst du die jetzt random hin, oder? Natürlich. So. Oh, jetzt wär Dekokraft ganz cool. Hinten im Eck fehlt noch was. Ich habe mir schon sagen lassen, das soll ich mit aufspielen, wenn wir den Server updaten. Das wäre cool. Ja, gucken wir nachher mal. Ja, machst noch ein paar Regale. So ein bisschen. Cool. Ja, ich denke, das Haus hier ist dann jetzt nicht überladen. Hat noch jemand Fackeln? Oder irgendwas? Ja. Stell mal eine auf den Tisch mit Shift-Click. Damit das Buch auch schön brennt, wenn man es lesen möchte. Oder warte. Gib mal eine her. Moment, hier kriegst du ein paar. Was ist jetzt zu Olli geflogen? Na, gib mir die Fackeln. Gib mir. Bück dich. Ha. Ja, so.
Oh, hier passt die sogar, die Kerze. Mhm. Ey, da, dann fehlen aber obendrauf auch noch ein paar Bücher. Schick, hat was. Ja, und ich glaube, das reicht auch schon. Da ist es nicht zu überladen. Da könnten wir, Moment. Eins fehlt eventuell noch. Ich würde gerade hier in die Ecke auch noch ein paar Bücherregale stellen. Ich finde es aber schade, hier hast du schön variiert und hier fünfmal das Gleiche. Das habe ich mir auch gedacht. Da dachte ich, oh, jetzt hat er keinen Bock mehr. Meine Karte hat auch keinen Bock. Sie switcht die ganze Zeit zwischen Tag- und Nachtmodus, je nachdem, wo ich stehe. Da ist wieder der Nigel Bueno Wurstwesten, der Zweite. Na, dann hätten wir... Sollte man denn den Tisch aber anders hinstellen? Warum? Steht doch gut. Lass es so. Wir wollen es ja nicht zu überladen haben. Ja. Ich finde, das passt. Okay. Oder wir stellen den Tisch mit den Stühlen noch eins nach links und damit auf den Teppich. Nee, dann lassen wir es. Wenn wir dann den Tisch noch eins länger machen, steht die Kerze auch in der Mitte. Das ist doch egal. Okay. Können hier noch einen Stuhl hinstellen, da kann man sich hier in die Ecke setzen und lesen. Ja, Achtung. Ich lasse die Lehne weg, die geht nämlich garantiert in die falsche Richtung. Ich zeig dir, wie das Profis machen. Das ist 50-50 Chance. Warte, er verkackt's gleich. Achtung. Es geht gar nicht. Zwei Richtungen sind in Ordnung. Es geht nicht. Ich kann dir genau die anderen zwei anbieten. Ist ja egal, da braucht man keinen. Fledermaus, ich wollte gerade sagen. Ist nur ein Hocker. Aber. Aber ich glaube. Trotzdem in die falsche Richtung. 50-50 schafft es und trotzdem verkackt. So, passt. Und mit Kerze. Ja, mit Kerze. Wunderbar. Hätte noch jemand ein Buch in der Hand, dann könnten wir da auch noch Bücher hinlegen. Ich kann ja ein Regal hinlegen und ich schlachte es. Bauen. Warum ist da ein Enderman? So. Bücher. Wir haben gerade Holz vernichtet. Liegen sogar drei Bücher. Warum auch immer, wenn du gleich alle aufheben musst. Nein, deshalb. Ja, genau. Auf den anderen noch. Ach ja, toll, mach ich doch zum Gast, ich seh nichts mehr. Warum ist hier ein Ender? Warum ist hier kein Gast? Ach, du warst das. Nee, war ich nicht. Keine Ahnung, wo du hier auf den Ender kommst. Ich hoffe, du bist gerade an Schmerzen gestorben, weil du zu dick warst für den Raum. Aber passt doch einmal ein freier Raum, ist doch die richtige Größe. Ja, du hast trotzdem HP verloren, die gehen nämlich gerade wieder hoch, man sieht's. Ja, der Gast hat halt einfach weniger. Du bist zu fett. Gut, das war's vom modernen Haus hier. Ich glaube, wir sind soweit fertig, oder? Ja, ich lege mich mal oben auf die Sonnenbank. Dass hier oben ein Dach ist, aber dein Glasdach sieht immer aus, als ob jemand vergessen hätte zuzumachen. Das ist Absicht. Kommt noch jemand auf die Sonnenbank? Schon drauf. Ja, hier liegt schon alle. Hell, Sonne. Ja, ja, wir müssen dich mal in einen Vampir verwandeln. Das geht. Moment, ich gehe gerade unten noch das Buch mopsen. Warum? So, Buch. Und dann können wir hier oben auf der Terrasse auch noch eins auf den Tisch legen. Ja, das macht Sinn. So. Da war gerade ein Schmetterling, jetzt hinterm Haus. Da ist er. Ich sehe ihn. Wo? Die Richtung. Folgt ihm. Ihm nach. Ah ja, da ist er. Wieso soll ich ihn töten? Folgt ihm, habe ich gesagt. Folgt ihm. Ja. Jetzt ist er wieder in der Nähe der Terrasse. Schön, das war es von der Folge Minecraft City. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao Minecraft. Und noch einer. Ich gucke noch kurz den Schmetterling nach. Ciao.